Herzlich willkommen zurück zu Tales of Cilia. Ja, ich konnte eine Weile nicht aufnehmen, da mein PC jetzt ein endgültiges ist. Hab mir jetzt einen neuen besorgt und hab den eingerichtet. Gebe dich über den Sapschratsche Höhlen nach Fenmont. Ich erinnere mich, dass mir dieser alte Mann hier ein bisschen was davon erzählt hat, von solchen Monstern, die super coole Effekte haben. Ja, dann gehe ich mal hier durch, hier haben wir wieder einen Speicherpunkt und wieder mit Select was zum Gucken. Looks like our wanted poster is making the rounds at the Sea Haven. Does this sort of thing actually work? You tore it down? Yes, but I can't imagine a poster like this will give us any trouble. Do humans have a different sense of aesthetics than I do? Well, anyway, Mila tore it down, so we should be safe here, right? That'll never work. Keep tearing them down and they'll keep putting them right back up. Mila? It's nothing. Alvin's right. Even with this terrible likeness, we can't afford to take chances. We should move on. All right. Given enough time, they might manage to make a replacement key as well. We need to hurry. Ja, was ich noch sagen wollte ist, ich hoffe, meine Einstellungen sind halbwegs okay. Ich hab die, hatte die nicht mehr alle im Kopf und hab die jetzt erstmal so wie es da am besten für richtig hielt gemacht. Ich werde die aber nach der Aufnahme nochmal überprüfen. Ich denke, mein Headset sollte nun auch wesentlich lauter sein. Entschuldigung. Insektenhülsen haben wir gefunden. Ich möchte hier irgendwie hochkommen. Ach, klettern. So, und ich möchte auch mal wieder ein bisschen kämpfen. Ich merke nur, dass der Ingame-Sound lauter ist. Den werde ich dann wohl noch ein bisschen runterstellen. Aber erst in der nächsten Aufnahme. Für diese Aufnahme sollte das so gehen. Oh, da kommt ja noch eine Biene von hinten. Da sind ja dann, sind ja richtig viele Gegner auf einmal. Oh, die geben mir auch schon wieder so den ein oder anderen XP-Punkt. Das ist nicht schlecht. So kommen wir vielleicht mal. So, waren das vielleicht zwei Gegner zum Preis von ein? Haben schwarze Federn, davon haben wir massig. Insektenhülsen. Und wieder runter. Ich habe mir noch gar nicht die Karte angeguckt. Begib dich die Sapfahrtstraße nach. Nein, gehen wir mal gleich da links. Oh, was ist das? Okay, ich halte die Klappe. A military checkpoint. I knew things were too easy. What do we do? Well, hey! What's over yonder? That's the Deepwood. If we can hike our way through there, we'll come out right near Sherrilton. Then our path is clear. It won't be easy going. What about Elise? You knew she'd face risks on this journey. I'm fine. Really. I can go with you. Don't argue, you guys. You're pals, remember? Elise. The girl has agreed, so this matter is no longer open to debate. Ja. Dann gehen wir halt durch den Tiefwald. Klettern wir uns an diesen Efeu hier hoch. Darum wartet noch ein Gegner. Und eine Kiste. Den Gegner lasse ich mal aus. Die Kiste nehme ich mit. Naturreis. Wow, da hätte ich den gar nicht kaufen müssen. You seem to know a lot about this area. Never actually been in the Deepwood before. But there's a first time for everything. Ich hoffe, der kriegt mich nicht. Haha, er hat mich nicht bekommen. Blöde Biene. Ach, schon wieder ein Video. Meine Güte. Quite a dense forest. Let's try to stick together, okay?
What was that? Was it warning us, maybe? Well, Mila certainly seems unfazed. Oh, I see a way through! Hurry up, you two! Great, even the Spud is getting gutsy. Let's go. Ja, ich würde auch gerne wissen, was der Wolf wollte. Ach, jetzt muss ich ja mal kriechen. Ist ja hier schon fast Action-Adventure-lastig, was ich hier tue. I'm not so good with these tight passages. Must be this astonishing line getting in the way. Insektenhülsen, 3 Stück. Und schon wieder eine Videosequenz, ich werde hier irre. Naja, okay, nicht direkt Videosequenz, aber Monster kesselt uns ein. Aua. That thing's got reach. It can hit all of us with ease. This could pose a problem. Elise, keep your distance. We can't look after you and fight at the same time. Stay back. Jude! Damn it. I can help. You healed us? Glad you brought us along now, huh? Our wounds are healed. Did Elise do this? It's dangerous. Super. Jetzt hilf. Moment. Die hat gerade was gemacht, was mir auch nicht passt. Ein Item eingesetzt. Verbünden. Autoobjekte nicht verwenden. So, jetzt kämpft das lila Vieh und die Kleine auch noch mit. Toll. Das habe ich erwartet, dass das Vieh jetzt auch noch spricht. Ich werde jetzt kommt gleich die nächste Videosequenz. Imagine a little girl wielding arts like that. Elise, you saved us. It's okay, Elise. There's nothing to be scared of anymore. That's not it. You two need to make up. Pals need to stick together. I promise I won't get in your way again. Honest. You heard the little lady. Now make nice with Jude here, for Elise's sake. Make nice? It's not like I'm angry or anything. That's not how it looks to me! You were getting along better before! I'll do my best, okay? Why do I suddenly feel like the villain here? Fine, all is forgiven. And hey! Don't you have something to say to Elise? Sorry for making you worry. And thank you. This is some serious friendship stuff right here! Level 99 on the friendship meter! Elise's arts could really help us in a pinch, don't you think so? Agreed. Thank you, Elise. I'm counting on you. Sally forth, pals! What luck. Never expected a channeler like her to be along for the ride. Ende gut, alles gut. Lass mich raten, jetzt ist sie ein vollwertiges Mitglied, sage ich ja. Nicht Ausrüstung. Lilienkugel wollte ich jetzt erstmal gucken. Sie hat 18 Waypoints. Sie ist Heilerin. Worauf gehe ich denn da am besten? Geschick. Na, ich denke, das ist nicht so wertvoll. Int wäre interessant. Dann gehe ich mal hier hoch. Verärzten hat sie gelernt. Dort hat sie noch nicht weiter gelernt. Dann gehe ich jetzt hier runter, damit sie die ganze Arztreihe hat.
KP Wiederherstellungsabwehr. Ja, gucken wir uns gleich mal alles in Ruhe an. Zauberschutz, Levelwiederherstellung, Blitzabwehr. So. Was war das? Stärke an sich. Ja, mach ich mal Stärke voll. Solider Schutz. Einfach nur damit. Entschuldigung, ich weiß nicht, was heute los ist. Dass hier die Reihe voll geht. Kurzer Gewinn. Und 8 Punkte habe ich noch, dann gehe ich gleich hier weiter. Und danach muss ich eine ganze Menge lesen. TP-Kombo-Hilfe. Und jetzt wird auch schon die Lilienkugel erweitert. Die Lilienkugel hat sich ausgeweitet. Wunderbar. Rückendeckung. Was waren das, die Lilane? Geschick. Ach, dann machen wir jetzt noch ein bisschen Geschick. Tipu Spray. Na super. Jetzt kämpft das Vieh auch noch mit. Jetzt kann ich hier rüber gehen. Windschutz. Jetzt habe ich nur noch 2 Punkte. Das sind Vit. KP. Dann gehe ich hier hoch noch. Und dann gehe ich im nächsten Level darüber auf den letzten Stärkepunkt und wunderbar. So, was haben wir gelernt? Ne, das nicht. Das aber. Verändert Angriffe von hinten. Das ist schon mal schön. TP-Kombo-Hilfe. Das hatten wir schon mal. Elfenkreis. Heile 10% der KP von Verbündeten in Reichweite, wenn TP auf einen steht, werden mehr KP geheilt und die Reichweite erhöht sich. Interessant. Verärzten, reinigen Blase, bedecken einen Verbündeten und helfen ihnen von allen Statuskrankheiten. Mindert Schäden bei der Abwehr um 50% einschließlich Zauberschutz. Ich möchte das da haben. Kurzer Gewinn. Achso, das hatten wir auch schon mal. Levelwiederherstellung, ja, hat man. Hat Jude sogar. Blitzerwerb. Mindert Schäden um 90% zu einem. Zum Effektzeitpunkt Abwehr ist. Gilt nicht bei Autoabwehr. Erhält bei einer erfolgreichen Blitzabwehr 25% der KP. Interessant. Erhöht die Resistenz gegen Wind um 30%. Tipu Spray. Tipu spuckt Energiebälle. Wenn Tipu aus ist, sind die Projektile größer, aber eine kürzere Reichweite. Aha. Zauberschutz, kennen wir. Was ist das? Poffhammer. Wirf einen Spitzerkammer nach einem Feind, um sie zu überraschen und zu betäuben. Erhöhe die KP um 5%. Hier waren wir schon mal. Gut, dann gehen wir jetzt noch mit der kleinen Elise auf die Fähigkeitenpunkte. Auch so, okay. Blitzabwehr. Levelwiederherstellung. Ja, das. Ja, das ist auch nicht schlecht. Jetzt habe ich noch 2 Punkte und nichts mehr, was ich reinmachen kann. Dann lassen wir das erstmal so. Gewonnener Titi, heilendes Medium. One step closer to adulthood! Tipo! Don't say that so loud! You're embarrassing me! Ja, Tipo, ich hoffe, ich kann dich irgendwann auswechseln. So, da mal wieder was Leuchtendes. Eine Insektenhülse oder zwei. Jetzt müssen wir gucken. Hier geht es theoretisch lang. Und hier geht es theoretisch lang. Ja, gehen wir hier lang. Was soll der Geiz? Hier haben wir zum Beispiel ein Säckchen. Erlangt 800 Gold. Oh, das Monster. Ich habe mich heute das Gebrüll auf dem Ohr jetzt voll erschrocken. Ja.
Ach, die beiden haben sich sogar zusammen verbündet jetzt. Entschuldigung, dass ich jetzt gerade so ein bisschen leise geredet habe. Und genau deswegen mag ich Tipo nicht. Guckt euch das an. Ich wette, er springt bald durch meinen Monitor durch. Ändere die Kampfkammer. Wenn du beim geöffneten Kampfmenü L1 gedrückt hältst, kannst du mit Hilfe von R den Kampfkammer bewegen. Führt die Neigung auf Entfernung. Die Kamera stehen 3 Einstellungen zur Wahl. Wunderbar. Da ist noch eine Kiste. Da leuchtet noch was. Harte Schuppe. Und 1500 Geld. Ich werde ja richtig reich. Krümmende Pracht gucken wir uns mal noch an. Look out, guys. There are little bugs everywhere. I wonder if Mila gets bitten a lot in that outfit. You didn't know? She swats the bugs away with her hair. Wow, like the tail of a cow! Don't compare my crowning glory to the tail of a cow. Crowning glory? I didn't expect such vanity from the Lord of Spirits. Sylph styled my hair for me. He said, you're in human form, so you need to take care of your appearance. You had the great spirit of wind style your hair? That's incredible! Yes, I'm quite fond of it. If I swing it around quickly, I can distract a foe between attacks. So you do swish it like a cow. Okay, Mila ist eine Kuh. Wunderbar. Das ist eine Sackgasse. Mit einer Truhe. Rahmschwarze Federn. Deswegen laufe ich her. Gut, wenn das eine Sackgasse ist, beende ich erstmal an der Stelle den Part. Ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Part von Tales of Cilia wieder und bedanke mich für euer Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.